Liebe Geschwister, zum Index der Scofield-Bibel sind wir jetzt beim Buch Esra angelangt. Thema Rückkehr des Überrestes, ungefähr 5. Jahrhundert vor Christus erschienen. Esra, Nehemia und Esther beschließen die historischen Bücher der Bibel, wie sie uns in der gegenwärtigen kanonischen Reihenfolge vorliegen. Die Bücher Esra und Nehemia sind den Ereignissen gewidmet, die sich in dem Land Israel zur Zeit der Rückkehr aus der Gefangenschaft und in den nachfolgenden Jahren zugetragen haben. Sie nehmen einen Zeitraum von beinahe einem Jahrhundert ein, angefangen mit dem Jahr 541 vor Christus. Die Betonung im Buch Esra liegt auf dem Wiederaufbau des Tempels. In dem Buch Nehemia wird der Wiederaufbau der Mauern von Jerusalem betont. Beide Bücher enthalten ausführliche Nachweise von Geschlechtsregistern, vor allem mit der Absicht, die Ansprüche an das Priestertum von Seiten der Nachkommen Aarons festzulegen. Da gut ein halbes Jahrhundert zwischen Kapitel 6 und 7 liegt, so waren die Personen des ersten Teils des Buches gestorben, als Esra seinen Dienst in Jerusalem aufnahm. Esra ist die Persönlichkeit, die in den Büchern Esra und Nehemia besonders hervortritt. Beide Bücher enden mit Gebeten des Bekennens von Sünde, Esra 9, Nehemia 9. Es folgt darauf eine Absonderung des Volkes von den sündigen Gebräuchen, die sie angenommen hatten. Einblick in die Art der ermutigenden Botschaft des Haggai und des Zacharia, die in diesem Bericht erwähnt werden, erhalten wir in den prophetischen Büchern, die ihren Namen tragen. Das Buch kann folgendermaßen eingeteilt werden. Schlüsselwort, das Wort Jehova. Leitgedanke, der Platz und die Kraft des Wortes Gottes im geistlichen, sozialen und bürgerlichen Leben seines Volkes. Schlüssel. Der Schlüssel zur Betrachtung des Buches ist das Leben und die leidenschaftliche Hingabe seines Verfassers Esra. Zweitens, Esra war ein Nachkomme Hilkias des Hohen Priesters, der während der Regierung Josias eine Abschrift des Gesetzes fand, ließ 2. Chroniker 34, 14. Obwohl durch seine Geburt Priester, war er nicht imstande, seinem priesterlichen Dienst nachzukommen, weil er als Gefangener in Babel weilte. Dafür gab er sich dem Studium des Wortes Gottes hin, Kapitel 7, 10, dessen großer Vertreter er wurde. Wie wenig das Gesetz und andere göttliche Schriften der Allgemeinheit bekannt waren, sehen wir bei der Betrachtung von 2. Chroniker, Esra und Nehemia. Das vorliegende Buch berichtet hauptsächlich, wie durch Esras Dienst das Wort Gottes zum ersten Mal in der Geschichte Israels und Judas seinen richtigen Platz erhielt. Viertens, Esra las und legte das Wort Gottes so aus, dass es mit der Kraft einer neuen Offenbarung kam und Wunder in dem Leben des Volkes Gottes bewirkte. Fünftens, man hat gesagt, dass Esra von den gläubigen Bibellesern kaum genügend gewürdigt worden sei. Jedenfalls verdanken wir ihm sehr viel. Außer seinem kraftvollen Dienst am Wort schrieb er wahrscheinlich das erste und zweite Buch Chroniker. Die Erweckung erwirkte unter Esra eine Wiederbelegung des Bibelstudiums und des Gehorsams gegen den geoffenbarten Willen Gottes. Die Früchte dieser Bewegung sind unter uns bis heute, obwohl annähernd 2500 Jahre seitdem verflossen sind. Dann Punkt 1. Die erste Rückkehr unter Zerubabel und der Bau des zweiten Tempels. Dann der zweite Teil vom Buch, der Dienst des Esra, Kapitel 7 bis 10.
Wenn jemand von euch auch eine kurze Zusammenfassung vom Buch Esra hat, wäre schön, wenn ihr sie weiterleitet, entweder an meine E-Mail-Adresse oder aber direkt in die Kommentarzeile im YouTube. Ich wünsche einen guten Tag. Hier will ich